Okay, willkommen zurück zu Final Fantasy 8, 7 Edition. Wir werden direkt hier vom Ladebildschirm aus loslegen, dass mit dem Timer ja so eine Sache ist, ne? Der Timer ist effizient. Also los. Zurück zum Strand. Oh. Spider-Man. Oh Gott. Ein Kampfroboter. Ja. Das ist unser Problem. Auf dem Weg zum Strand. Der hat neue Zauber. Was denn? Au, au, au. Was hast du dabei? Protect. Sehr gut, nehme ich. Das ist so gut wie Protest. Das ist, glaube ich, für den Körper gedacht. Da es ein Roboter ist, ist er schwach gegen Strom. Aber auch allgemein gegen Geäxte. So sollten wir die nicht zu oft benutzen, da. Nun ja, ziemlich viel Zeit beanspruchen, wenn man sie aufruft. Und sollte halt Zaubersprüche benutzen, in dem Fall Blitz. Oh Gott, die Raybomb. Nein. Die macht Schaden. Nicht zu viel, aber es macht ordentlich was an Schaden. Was hat Selfie denn so an Zauber dabei? Ist ja kein Donner, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Also können wir ihm noch mal Kyo mitnehmen. Es gibt einen Vor- und einen Nachteil bei diesem Gegner. Er ist teilweise nicht besiegbar, aber teilweise auch doch besiegbar. Wenn man wirklich in einer Runde ordentlich Schaden macht und über eine gewisse Menge an Energie abzieht, also HP, dann kann man ihn unter Umständen aus dem Weg räumen. Im Normalfall aber sollten wir ihn einfach nur schwächen, bis er zusammenklappt und dann flüchten. Denn so, was unsere Statuswerte hier angeht, sind wir nicht irgendwie stark genug, ihn wirklich komplett zu vernichten. Bringt aber auch Punkte. Gut, er klappt zusammen, also hauen wir ab. Sollten wir es aber schaffen, ihn sofort aus dem Weg zu räumen. Ich werde mal Selfie hier noch Alessandra-Sprüche geben. Ah, Quatsch, ist ja falsch. Alles nehmen, bitte. Ist ja kein Thunder. Na gut. Jetzt schauen wir auch, dass wir Selfie eine Kopplung reinkloppen. Ja, dann ist das ein bisschen stärker. Okay. Schnell nochmal heilen. Und weiter. Den Roboter schnell wieder auf den Beinen. Wir wollen eigentlich so wenig Kämpfe wie möglich mit ihm haben. Ja, let's go. Wir haben keine Zeit dafür. So knapp. Es gibt auch Stellen, wo wir ihm nicht ausweichen können, da flüchten, wie hier zum Beispiel. Da müssen wir ihn wieder ein bisschen niederhauen. Und geil, das kostet halt Zeit. Sollten wir es aber schaffen, ihn umzuhauen, während wir zum Strand kommen und ihn wirklich komplett zu vernichten, dann haben wir zwar ordentlich AP, aber eine Cutscene weniger und die würde ich euch gerne zeigen. Sehr gerne. Und wie eben schon gesagt, ich glaube nicht, dass wir ihn aus dem Weg räumen werden.
Das wäre echt nicht stark genug. Man könnte viel Blitzzauber, Joran und sowas und das dann alles kombinieren auf einen Angriff, aber das kostet einfach Zeit. Und mit Wasserkopplung sind wir eigentlich nicht stark genug. Leider nicht. Also müssen die GF größtenteils erhalten. Das sollte eigentlich wieder ausreichen, um flüchten zu können. Bitte, 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 bitte. Klappt zusammen. Sehr gut. Und weg. Wir haben keine Zeit für den Kollegen. Laufen, 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 laufen. Our shoes are made for walking. Or running. So, jetzt sind wir hier bei der Brücke. Da gibt es einen kleinen Trick. Normal holt er uns ein, aber wenn wir jetzt zurückrennen, springt er nämlich nochmal wieder zurück. Und dann kommen wir hier ganz locker vorbei. Ein bisschen verarschen muss ab und zu sein. Holen die aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Da kommt was ganz Dickes auf dich zu. So. Weg hier. Alle raus. Das war ein Auto. Ja. Withdraw. Ja, ja. Alle in seinem Rückzug hier. Ich denke, ich bin nicht so langsam und der andere so schnell. Auf zum Boot, Steve. Move your ass. Christus, the Terminator. Puh, da haben wir es ja gerade doch so geschafft. Puh. Wir sind schon wieder zurück auf dem Weg nach Balam. Wir waren dir nicht im Weg, du Arsch. So. Yay, und zum Sonnenuntergang sind wir zu den Garten. Bis dahin haben wir Freizeit. Woo, free time. Yay. There goes Mr. Ego. Tja. Haben wir eigentlich hier unten noch was? Nö. So gar nichts. Aber lass uns aber schauen, was jetzt die GF machen. Wir hätten durch die Zerstörung von dem Roboter hätten wir 40 AP bekommen, jedes Mal. Wenn wir ihn öfter runterkriegen, aber leider Gottes, naja, die Zeiten.
Kartenmod noch. Ach Gott, das wird zu lange dauern. Ich werde auf dem Weg zurück zum Garten noch so ein bisschen abseits trainieren. Bei diesen Fischen. The Aroma of Sea. Sounds always good. Hm? Ich habe Donner. Kannst du halt wie immer nehmen. 10 Stück. Ich habe einen Shop. Einen Junk Shop. Hier können wir Waffen umbauen. Ist aber aktuell noch nicht wirklich von Nutzen. Später aber. Und hier ist Cell zu Hause. Naja. Wir passen schon auf Cell auf. Hier ist überhaupt gar nichts. Aber Obst auf dem Tisch. Hm? Äpfel, Bananen vielleicht? Und Nektarinen. Oder ähnliches. Sein Raum ist heilig. Ja, da können wir jetzt leider noch nicht rein. Aber später. Kätzchen. Ja, wir könnten jetzt hier ein Auto mieten und nach Hause fahren, aber der Weg zum Garten ist echt nicht weit. Aber einen kleinen Einkauf können wir hier erledigen. Nee, können wir nicht. Schade. Dann eben nicht. Aber zum Strand runter und ein paar Fischfins besorgen können wir. Das will ich aber dann für euch zurechtschneiden. Ansonsten dauert ein paar zu lang. So, jetzt geht's hier runter. Ability. Mintberg, Quisekottel. Cell hat Quisekottel. Ist es wahr? Das sind noch ein paar Fischflossen. Und sobald ich so ein paar davon habe und die Cardboard gelernt wurde, schalte ich wieder zurück zu euch. Bis gleich. Ein kleiner Zwischenstand, wie es aussieht. 15 HP fehlen noch für die Cardmod. Ifrit hat seine HP-Kupplung fast fertig. Ja, und Siren braucht auch so ein bisschen was für die Life Magic. Cool, fine. Weiter. Okay, ich würde jetzt eine HP-Kopplung. Das ist ganz gut so. Und jetzt als nächstes bitte Stärke plus 20%. Wir werden noch 2 Kämpfe machen damit und dann haben wir es hier endlich geschafft. Und weiter. Okay, das soll es gewesen sein. Juhu, Card Mod. Und Life Magic Refine. Sehr gut. Erstmal was Neues lernen. Und das ist dann als nächstes. Lightning Wind Magic. Ja, warum nicht? Shiva hat ihre Körperkopplung noch nicht ganz fertig, aber das sind auch noch. Und Siren darf als nächstes. Das Recovery Tools. Tools. Lernen. Jawohl. Schau mal rein. Was ist denn die Kartenmod? Wir können Karten in Gegenstände umwandeln. Zum Beispiel eine dieser Gisat-Karten bringt uns 5 Schrauben. Schrauben brauchen wir später noch für Waffen-Upgrades. Gesper bringt uns Black Hole. Oh, Wasserkristall. 5 Stück dafür. Spider-Web können wir einmal machen.
Wir könnten auch die Ifrit-Karte umwandeln, die wir bekommen haben nach dem Kampf. Das werde ich nicht tun. Noch nicht. Also schon, was uns ein Wasserkristall bringt, ne? Das mal sortieren. Ja, mit dem Spider-Web kann Christus blaue Magie, also Blue Magic lernen. Ultra Waves. Machen wir. Wasserkristall bringt Aqua Breath. Sehr gut. Die Fischfinne ist noch unnütz, aber später kommt dann mehr dazu. Okay. Dann wollen wir mal zum Garten. Straße. Ach. Das war klar. Das war so klar. Ich habe zwar mal gesagt, ich will so wenig Erfahrungspunkte wie möglich sammeln, aber so Level 10 bis 15 am Ende zu haben, ist nicht so schlimm. Es war auch nur eine Idee, das zu machen. Gut. Find the Medibag. Und zwar auf die Testergebnisse. See ya, Cell. Selfie. Gonna take a selfie? Nee. Der war so schlecht. 5 Cures bekommen. Warum nicht? Dum, dum, dum. So. Ich will jetzt mein Spiel speichern. Jetzt sind wir wieder alleine hier. Die GFs sind aber auch gekoppelt. Das ist zu beachten. Mission complete. You did a pretty good job, yeah, yeah. Ja, die Gabaya haben sich zurückgezogen unter der Voraussetzung, dass der Funkturm sendebereit bleibt, okay. Gut. Gut, gut, gut. Wir sind ihr bester Student oder Schüler. Ja, er ist nicht so sozial. Ja. Ja, ich weiß auch schon geschafft, fällt. Was auch immer. Ja, die Ergebnisse werden bald bekannt gegeben. Bleib in der Nähe. Mach ich doch glatt. Was ist denn hier auf der rechten Seite doch so zu sehen? Oh, Cypher. Vorbeihaufen. Mist. Ich habe drüber gehört, ja? Ich habe ein Gefühl, dass er nicht für die Prüfung kommen wird. So ein ganz, ganz kleines. Interessant auch, dass der Rektor eigentlich auf seiner Seite ist.
was die Meinung angeht. Was bist du für ein komischer Typ? Seed shall not act beyond the exact wording of the contract. We are not a non-profit organization. This incident will be a hard-learned lesson for the Dollar Dukedom. We'll know to be more generous with hiring seats. Tja. Zu dumm. Ah. Zweite Etage im Flur. Okay. Ich würde eigentlich speichern gehen, aber bitte. Dann fahren wir halt erst nach oben und erwarten unsere Testergebnisse. Sollte ja bestanden haben. Hoffe ich. Ja, wenn Cypher kein Ziel wird, bin ich schuld. Mhm, ist klar. Rage. Ah. Ja, rede mit mir. Zum, 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 zum. Wieso reden nicht mit mir? Ah, Zeit schinden, Zeit schinden, Zeit schinden. Dann warten wir halt mal. Ja, schon soweit. Zelle hat bestanden. Erstaunlich. Und Steve. Yay. Oh, Selfie ist auch dabei. Und der Typ nebendran ist wer? Keine Ahnung. Ja, jetzt machen wir ganz tolle Weltreisen. Juhu. Ja, wenn die Zeit reif ist, dann... Seed is a valuable asset to Garden. Its reputation is solely dependent on each one of you. Handle the mission with care. Okay. Ich mag diese Garden für kalte Typen nicht. Die sind so seltsam. Garden Festival? Hm. Wann denn? Der Dirk scheint sich über uns besonders zu freuen. Battle Meter. Hm. Okay. Okay. Gerüchte über GF nicht Glauben schenken. Na, Selfie, freust du dich? Sie freut sich. Give a speech in front of the entire class. Na, no. I sure won't.
Unser Applaus. Bisschen kläglich, aber gut. Nicht das Beste. Aber als Seed werden wir immer wieder unser Geld bekommen. Geht durch Aktionen im Kampf ein bisschen hoch. Aber manche Aktionen könnt ihr den Rang auch senken. Oh, hi Selfie. Seed-Uniform. Müsste Party uns bevorsteht. Yeah. Toll. Get changed. Nicht übel. Not too shabby. Bevor wir jetzt Selfie ansprechen, werden wir speichern und die Party erstmal beenden. Da wäre dann genug. Oh. Und nächstes Mal geht's dann auf die Party. Big Fat Greek Party. Let's hit that party im nächsten Part. Bis dann bei Final Fantasy VIII Steam Edition.